Folge Nummer 23 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und wir sind im Berchtesgadener Land, machen gerade hier noch an der Kreuzung hier weiter, weil ich letztes Mal beim Kontrollieren des Videos ist mir aufgefallen, dass dieses Stück Straße doch tatsächlich jetzt falsch rum ist, ne? So, das haben wir so, jetzt brauchen wir nochmal das 2-Einspurig da. Wo ist sie? Da ist sie. Und diese... Oder muss ich das dann nehmen? Passiert das dann richtig so? Ich weiß es nicht. Ja, da fährt der LKW jetzt singend. Jetzt haben wir es umgedreht. So, jetzt passt das auch mit den zwei Fahrzeugen in eine Richtung. Jetzt müssen wir nur gucken, wie sind die jetzt verbunden hier. Das haben wir ja letztes Mal so, aber das ist jetzt dadurch geändert, ne? Das ist also erstmal da egal. Und... Jetzt müssen wir noch gucken, dass das hier passt. In der Hoffnung, dass das so jetzt auch verständlich ist für diese Fahrzeuge. Allerdings sehe ich schon, dass es eben wieder rot war. Also hier auf dieser Schiene, dass da immer noch nicht der Verkehr fließt. Der kommt von da. Und alle biegen hier rechts ab. Eigentlich sieht so aus, als ob sie alle rechts abbiegen, aber... Verkehrsfluss wäre jetzt mal richtig anzugucken, ne? Ne, das war hier unten. Routen. Jetzt gucken wir uns mal die Routen dieser Straße hier an. Wo wollen die alle lang? Also es gibt die wenigsten Fahrzeuge, die dann da lang fahren, ne? Es gibt ein paar Fahrzeuge, die wieder hier langfahren und dann da reinfahren und da dran. Ach, die fahren dann nach da oben. Interessant. Das bedeutet, von hier aus fahren die gar nicht da lang. Also nicht hier rechts rum, weil wäre ja einfacher. Nein, die fahren den ganz großen Bogen durch die Stadt. Keiner weiß, warum hier nicht rechts abgebogen wird dann. Ich habe das schon ausgewählt jetzt hier, ne? Ja. Warum fahren denn welche hier lang? Ha? Warum fahren welche da lang, um dann da lang zu kommen? Ist sehr, sehr interessant. Naja, okay, aber wir sehen hier jetzt das Verkehrsaufkommen. Wir sehen auch, dass die Brücke vielleicht ausgebaut werden muss. Das hatten wir ja schon letztes Mal gesagt. Wir werden jetzt die Brücke mal ausbauen. Und das Ganze ist jetzt zweispurig gewesen. Wir bauen das jetzt erstmal auf vierspurig aus. Mag er noch nicht mal so, oder was? Ach so, weil die Häuser dann da weggerissen werden müssen. Also hier geht's ja, ne? Aber hier geht's nicht, weil dieses Gebäude dann verschoben werden muss wahrscheinlich. Was ist denn das? Also, da müssen wir erst die Straße loswerden. Das ist eine Feuerwache. Dann müssen wir die Feuerwache erst verschieben. Na, dann kommt die erst dahin. Und dann wieder auf die Straße, vierspurig. Und dann können wir hier die Brücke bauen. Und dann bauen wir das natürlich gerade bis zur Kreuzung weiter. So. Was wäre das denn hier? Ah, das ist eine zweispurige Allee, okay. Und das ist eine zweispurige ohne Parkstreifen, aber mit Busstreifen wird auch sehr interessant sein. Aber wir werden das erstmal so lassen. Und gucken uns das jetzt nochmal hier in Bund an. Und diese Brücke ist jetzt grün, weil keiner mehr lang fährt. Und hier haben wir jetzt das Problem, dass wir diesen Friedhof da im Weg haben, sozusagen. Ne? Weißt du was, den machen wir nochmal leer. Und dann verschieben wir den, damit wir die Straße bauen können. Müssen wir nur auf dem Schirm haben, ne? Damit wir das auch vierspurig hinkriegen. Diese Straße ist ja okay, würde ich sagen, ne? Und hier ist immer noch unser Sorgenkind.
Ja, jetzt hat sich's tatsächlich in diese Richtung hier hinten verschoben, dass die zu doof sind, darüber zu fahren, ne? Deswegen staut sich's bis dahin. Das ist irgendwie in dem Spiel so, not tricky, ne? Also ich denke mal, es ist aber auch kein Problem, jetzt die zweispurige Straße bzw. dreispurige Straße hier weiter durchzuziehen, oder? So ist es ja richtig. Okay, die sind auch doof gemacht, leider. Ich hoffe, jetzt habe ich die Straße richtig zweispurig so rum. Ja, ich glaube, jetzt passt es schon. Jetzt ist die durchgehend so, ne? Außer dieses Stück. Aber da können wir selbst auch noch machen. Aber dann machen wir es so, dass das letzte Stück halt zweispurig da ist, weil dann können die links und rechts abbiegen hier. Da machen wir auch noch die schnellen Pfeile, die schönen Pfeile dran dann. Dass die nur links abbiegen. Und diese rechts abbiegen. Und hier machen wir das so, oder? Und den zweiten machen wir nur rechts abbiegen. Schicke Straße dann, oder? So, einmal bunt wieder machen. Okay, jetzt stehen sie interessanterweise dann nicht mehr da oben, sondern schon hier unten. Das entlastet sich aber, glaube ich, jetzt, oder? Hier ist ein bisschen schwierig, weil wir da wahrscheinlich noch was machen müssen. Hier unten haben wir jetzt eine große Straße. Ich sage jetzt nicht, die ist dreispurig geworden, ne? Die ist tatsächlich dreispurig geworden. Hier, die Brücke ist zweispurig und das hier ist dreispurig, oder was? Das kann ja nicht wahr sein, oder? Das ist doch diese Straße, oder? Obwohl, da stehen jetzt parkende Autos, also. Vierspurige Straße mit dekorativen Bäumen. Wow, oder? Also der eine ist dann wahrscheinlich gerade auf dem Standstreifen gefahren. So, hier ist jetzt das Problem, dass diese Verkehrsaufkommen gebändigt werden müssen. Da müssen wir alles wegreißen für. Ja, das bedeutet, wir wollen eine vierspurige Straße haben. Weil der Verkehr muss ja irgendwo hin. Und das geht nicht anders. Also haben wir wieder einen Schneehaufen da, der uns im Weg ist. Nee, das geht leider nicht. Wieso kann man da so rumfahren? Okay, lassen wir so. Müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir das ausgebaut, ne? Das ist auch gut so. Der Friedhof ist jetzt noch das Problem. Ne, das ist kein Friedhof. Das ist hier eine Mülldeponie, die noch voll ist. Das müssen wir dann noch machen. Jetzt können wir mal gerade den Friedhof angucken, den wir umgeschichtet haben. Ne, der war es nicht. Dieser ist es. Noch 60, der ist gleich leer. 50. Dann können wir den kurz umschieben und können dann das nochmal neu aufsetzen hier. Komm, lass uns nochmal gerade in den Straßenverkehr gucken hier. Und der Kreuzungsbereich ist da besser geworden. Ja, die sollten hier nicht links abbiegen. Aber darf man, ne? Stinknormale vierspurige Straße. Da müssen wir mal drüber nachdenken, dass die hier nicht drauf fahren. Ist die Frage, ob man das anders gestalten kann hier dann. Wahrscheinlich nicht, weil, ne? So eng gebaut. Die sollten doch bitte schön hier rüber fahren dann und nicht da lang fahren. Das bedeutet, wir können das aber hier durchändern.
Also die möchten bitte nur nach da abbiegen. Und die möchten nur geradeaus fahren. Und die möchten auch nur geradeaus fahren. Die möchten nach da fahren und nach da fahren. Und die möchten nur nach da fahren. So ist da gut. Und hier machen wir das ähnlich. Das ist die Kreuzung. Die möchten nur nach da fahren. Die möchten nach da und nach da fahren. Die möchten nur nach da fahren. Und hier möchten die nur nach da fahren. Und die möchten nur nach da fahren. Hier gibt es leider keinen kreuzenden Verkehr. Weil die können ja hier runterfahren. Wäre ja ziemlich Blödsinn da, ne? Da staut sich nämlich jetzt nur wegen den Linksabbiegern, die da nicht sein müssen. Gut. Haben wir. Friedhof, wo bist du? Hier. Du müsstest jetzt leer sein. Dann können wir dich verschieben. Ist die Frage, wo wir dich erstmal hinschieben. Freies Plätzchen ist hier. Dann wanderst du erstmal dahin. Dann gibt es da die neue Straße. Und zwar hier. Jetzt ist die Straße durchgehend, ne? Ja, sehr schön. Dann kann das wieder weg und wir holen den Friedhof auch wieder. Wo ist er? Da ist er. Ich hoffe, der passt jetzt da noch hin, ne? Okay, da müssen ein paar leider dran glauben, wegzuziehen. Ja, ist halt so. Zack. Leider ist das so. Jetzt ist gerade die Überlegung gewesen, aber ich glaube, ist kein Weg darüber, oder doch? Vielleicht war er hier und den haben wir jetzt gerade weggemacht. Nee, aber wir werden jetzt hier schnell noch einen Weg rüber bauen. Das war hier, das war da. Nee, das geht nicht. Aber das geht. So. Und dann ist da eine Verbindung, ne? Die es ja so nicht gab. Und cool wäre, wenn es hier auch noch geht. Aber das sieht gerade nicht so aus, oder? Guck mal, das wäre so einfach, wenn das jetzt dahin geht, ne? So geht das jetzt gar nicht. Ich hab's, meine ich, wieder blau gesehen, dass es dazwischen geht, da. Ist die Frage, ob es nur zum Ende geht. Schwierig zu erkennen, ob die da jetzt langlaufen können. Machen wir mal gerade Verkehrsaufkommen. Nee, geht nicht. Doof. Da. Ich glaube, jetzt geht's. Warte, wieder Verkehrsaufkommen, dann kann man es erkennen. Ja, sieht gut aus. Hier können die lang. Guckt euch an, da gibt es einen Weg, ja, er ist da lang gelaufen, alles gut. Und hier ist es nicht so, ne? Die können nur nach da, super, oder? Das hat ja gut geklappt. Warum funktioniert sowas nicht so richtig? Mach das mal aus. Den mag er nicht, ne? Leider.
So muss es sein. Und jetzt da nach da, das wäre jetzt cool, aber das ist wieder mal nicht machbar, ne? Und von da nach da geht auch nicht. Müssen halt einen Umweg gehen, ne? Oder man macht so. Dafür reißen wir das andere weg. Warte, das machen wir auch noch. Das Stück weg und das Stück weg. Und das nach dahin. So sieht's doch gut aus, oder? Alle drei Enden sind dran, na ja. Das hatten wir schon gesehen, dass es das geht. Sieht zwar nicht toll aus, ist aber gut. Okay, damit haben wir das. Hier unten sind noch Freiräume. Oder auch nicht. Wohngebiete. Könnte man jetzt da auffüllen, oder? Warte mal, das mach schnell weg, weil da ist Kommerz zu Hause. So sieht's besser aus, oder? Da geht's nicht wegen den Windkrafträdern. Das kann dann noch gemacht werden. Wieso ist da Industrie? Das kann auch weg. Und das könnte dann da noch hin. Aber wir können das auch offen lassen für was anderes. Vielleicht sinnig, ne? Jetzt müssen wir den noch. Machen wir das weg. Ich glaube, den müssen wir noch jetzt wieder öffnen im Friedhof. So, dann haben wir den. Die Feuerwache, die blieb da. Was hatten wir noch? Ah, dieses Dingens hier. Ja, 46% voll. Das dauert noch eine Weile. Da müssen wir gucken, dass wir das noch hinkriegen. Also diesen Müllabladeplatz, den müssen wir dann auch verschieben, um diese Straße noch zu bauen. Hier ist es allerdings auch schon ein Problem wieder. Ja, Müll gibt es hier ein größeres Problem. Aber das liegt wahrscheinlich daran, weil wir das gerade zugemacht haben. Jetzt ist die Frage, da war ein Fußweg gebaut, hier ist ja die Straße. Wir könnten jetzt definitiv noch einen Müllplatz erstmal hier drüben anlegen noch, oder? Wäre eine Idee, oder? Komm, machen wir. Dann haben wir da auf jeden Fall einen mehr und den noch verschieben und dann haben wir hier zwei nebeneinander nachher, wenn wir den verschieben. Das ist, glaube ich, auch ganz positiv. Gut, hier Thermalkraftwerk, oder? Geothermie-Heizkraftwerk, ja, das passt. So, Müll ist klar. Haben wir jetzt aber gerade dieses gebaut, deswegen geht das jetzt auch. Die Feuerwache ist nicht weit weg und es ist trotzdem hier am Brennen gewesen, wie immer. Komm, dann machen wir das gerade weg hier. Von der Hand. Alles ist gut. Ja, die haben das Müllproblem, ist klar. Hier wird schön langsam gefahren auf Schnee. Hier gibt es Tote, das heißt, friedhofsmäßig ist da auch gerade schlecht. Hätten wir denn da noch Kapazitäten zu eröffnen? Ja, hier ist überhaupt gar keiner, ne? Dann machen wir da oben hier noch einen Bergfriedhof hin, oder? Zack, haben wir da oben noch einen Bergfriedhof. So. Gut, dann würde ich sagen, läuft's da erstmal. Hier unten gibt es auch wieder ein Müllproblem. Der leert sich wahrscheinlich, ne? Und der ist voll. Alles ist prima. 100% voll. Warte mal, haben wir denn schon die Möglichkeiten beim Müll? Ach, wir haben diese Möglichkeiten, die MVAs zu bauen. Haben wir doch da haben wir eine. Okay, die sind gerade alle voll, wie ich sehe, oder viele sind voll. Also da ist eine MVA, da ist hier, der ist auch voll. Komm, dann machen wir gleich daneben noch so ein Ding hin. War doch eine Müllverbrennungsanlage, naja. Hier gibt es immer noch das Müllproblem und dann machen wir hier auch noch eine hin. Da haben wir schon. Da ist okay, hier ist noch ein Müllproblem. Und dann machen wir hier neben auch noch eine hin. Zack. Ich glaube, Mordrak war das, der damals geschrieben hat, dass ich mehr davon bauen soll, ne? Und weniger Müllumladeplätze. Gut, das haben wir aber erstmal. Dann wird das auch besser. Die müssen jetzt hier natürlich noch ein bisschen hinfahren und abholen.
Da werden wir da einige Leute da verlieren, ist halt so. Ja. Aber ich würde jetzt sagen, lassen wir erstmal so. Da ist ein Feuer und da wird auch keine Feuerwehr hinkommen, weil das wahrscheinlich am letzten Ende der Welt ist. Aber schneit doch, da kann doch jetzt gerade nichts passieren, oder? Ja. Hier sieht man es auch wieder. Oh, hier ist ein ganzes Wohngebiet ohne was. Sehr interessant. Wo ist denn da das Problem? Wahrscheinlich das Müllproblem hier auch, ne? Schade, ist halt so. Können wir gerade nicht ändern. Ja, hier hatten wir mal irgendwann versucht zu zaubern, dass wir da durch den Berg kamen, oder? Ne, haben wir noch gar nicht. Ich denke mal, das sollten wir dann mal irgendwann machen. Ich dachte, das wäre hier schon eine Straße, die durch den Berg geht. Okay, was waren da für schicke grüne Dinger? Keine Ahnung. Ach, hier geht's Landwirt besser wahrscheinlich. Also, dann müssen wir das auch natürlich mal machen, dass das leer wird. Friedhof war weg, deswegen haben wir jetzt auch hier Probleme. Was ist da? Geringer Bodenrichtwert, ist auch alles gut. Ja, hier müssen Müllwagen hin. Das wird uns jetzt gleich auf die Füße fallen, dass die Leute alle wegziehen. Aber wir haben es doch gemacht, dass die ausrücken, oder? Wir haben es doch gemacht, dass die ausrücken. Bisschen vernachlässigt das Ganze vielleicht, ne? Ja, hier ist das Müllproblem auch da, ne? Geht da noch eine MVA hin? Nee, leider nicht. Also, wäre eigentlich auch egal, ne? Dann reißen wir halt was da ab. Die jaulen noch. Entschuldigung. Die jaulen noch sowieso schon, ne? Komm, zack, hat keinen Sinn. Machen wir noch eins. So, dann sind wir damit erstmal durch, würde ich sagen. Lass uns gerade noch einmal den Verkehr begutachten. Ja, hat sich nichts geändert. Läuft immer noch schlecht. Okay, jetzt stehen sie hier zweispurig wenigstens an. Wechseln dann da auf einspurig, um dann festzustellen, ja, wir wollen links abbiegen. Okay, das ist dann so. Diese Straße ist jetzt immer noch viel befahren. Allerdings nicht ganz so schlimm. Wir müssen diese Kreuzung dann nächstes Mal noch bearbeiten, denke ich. Und ja, schauen, wie es dann weitergeht. Hier sieht es alles ganz easy aus. Ja, es ist. Hier kommen die Fahrzeuge halt rein, ne? Deswegen haben wir es hier schon ein bisschen aufgelockert, aber so ganz fruchtet das nicht. Guck mal, wie sie nach außen da sogar noch stehen. Was machen die hier? Ach, der will da auch noch rein, ne? Mann, und warum wird das hier einspurig? Ach so, weil da kommen sie mit ganz vielen Spuren rein. Ach, ist das schwierig hier. Ich glaube, wir müssen dieses hier wegmachen und die Straße bis dahin ordentlich bauen. Hat so keinen Sinn. Ne? Keine Industrie hier. Sobald hier was leer steht, kommt das weg. Und bis hierhin machen wir dann, dass da keiner hinfahren muss. Ich glaube, dieses Stück hier ist egal. Da kann sogar jemand hinfahren. Aber hier staut sich's halt raus wegen dem Verkehr, der sich hier nicht aufteilt, oder? Kann man natürlich auch so regeln gerade, ne? Ja, das ist doof, weil es hier müssen wir nächstes Mal ändern. Das muss eine Einbahnstraße hier werden. Und die beiden kommen weg. Das ist dann so. Machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen. Schreibt was rein mit euren Ideen, die wir hier noch einfügen können. Und teilt das Video auf anderen Kanälen. Alles klar. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.